Hallo Leute, hier ist wieder Dan218 mit Danimer und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich werde mal wieder meine Tests beantworten auf Telonym, aber dieses Mal auf eine ganz andere Art und Weise. Ich benutze nämlich dieses Mal eine ganz neue Systematik, also anders als sonst. Normalerweise habe ich ja immer mein Handy hochgehalten, dann eben so ein bisschen Video gemacht, ne? Das wird in diesem Video komplett anders sein. Denn ich werde diesmal mit OBS und Webseite, also der Telonym-Webseite, meine Tells endlich einblenden. Zumindest erstmal für dieses Video. Weil ich natürlich nicht weiß, ob das perfekt laufen wird und ob sich's überhaupt rentiert und so, ne? Weil da steckt halt dann sehr viel Arbeit dahinter. Aber für dieses Video werden wir es erstmal machen. So, bevor es aber losgeht, fangen wir doch erstmal an mit dem Intro. Wie findest du es, wenn ein Typ seiner Freundin verbietet, männliche Freunde zu haben? Naja, also ich muss sagen, ich kann das verstehen, wenn der Typ das schon verbietet. Ich meine, es ist natürlich nicht gerade toll, weil, naja, klar. Mädchen braucht er auch sei, also die Frau und so braucht er auch Freiheit und so. Aber das Problem ist, siehst du halt, ich kann den Typen verstehen, weil es so ist, dass er wahrscheinlich Angst hat, dass er seine Freundin verlieren könnte. Weil ich meine, das ist ja halt leider so, ich möchte es nicht irgendwie was Falsches sagen und so, aber in den meisten Fällen ist es halt so, dass es dann, naja, nicht unbedingt von der Frau aus, aber von anderen Typen, dass durch solche andere Typen dann an sie ranmacht, vielleicht weil sie gut aussieht oder sonst irgendwas auf diese Art. Und dann kann es natürlich passieren, dass da halt irgendwas passiert und der Typ dann halt seine Freundin verliert. Und das ist natürlich eine sehr beschissene Sache. Ich selber würde es nicht machen. Also ich würde meiner Freundin nicht verbieten, dass sie sich mit anderen Typen trifft. Also so zu 50%. Also ja, es kommt immer drauf an, in welcher Situation und so. Also ich würde zum Beispiel nicht irgendwie, also ich selber würde es, wenn ich eine Freundin hätte, nicht sagen, ja, du darfst mit einem Typen in die Bar gehen. Weil dann könnten sie sich am Ende das besaufen und dann betrügt sie mich mit ihm. Oder so. Und es kommt auch immer generell auf die Typen drauf an, mit denen sie dann unterwegs ist. Weil es kann ja auch sein, dass ein Typ sich dann an sie ranmacht und ja, klar, es kann natürlich auch passieren, vielleicht ist er auch dann unloyal generell und brennt dann mit dem Typen durch. Tja, also dann ist man halt, dann hat man niemanden mehr. Und das Problem ist, in der heutigen Gesellschaft ist es sehr schwer, eine Freundin zu finden. Nochmal, wie schon gesagt, ich hatte bisher noch nie eine richtige Beziehung. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals eine richtige Beziehung finden werde. Naja, ich meine, es liegt ja daran, dass ich, naja, an der anderen Seite hier fett und nicht gerade unbedingt die Frisur eines Models habe und so und eben auch nicht die Körperstatur. Da kann es auch schon mal passieren, dass solche Leute nicht unbedingt eine Freundin bekommen. Natürlich kommt es auch immer darauf an, wo sie sich überhaupt rumtreiben und so. Okay. Auf jeden Fall, denke ich mal sagen, nächste Frage. Meinung dazu, was Neid über eine Person aussagt. Ich meine, da unten, okay, da unten steht ja schon die Antwort, aber jetzt machen wir mal eine YouTube-Antwort, weil ich da ein bisschen mehr sagen tue als schreiben, weil ich natürlich Bock habe, alles zu schreiben. So, auf jeden Fall eben die Antwort. Ja, also natürlich eben, wie man gerade gesehen hatte, auf jeden Fall, dass die Person ein schlechtes Leben führt. Und sich wahrscheinlich auch wünscht, dass es besser läuft. Weil, ich weiß natürlich nicht, warum eine Person immer Neid ausspricht, aber es. Okay, ich hab's ja gerade gesagt eigentlich. Also eben, wenn eine Person ein schlechtes Leben führt, dann kann es sein, dass sie Neid hat auf Leute, die ein besseres Leben führen. Die auch etwas besser können als jemand anderes. Weil, ja, niemand möchte ein scheiß Leben führen. Oder irgendwas beschissen haben. Es gibt natürlich zwei Arten von Neid. Zum Beispiel entweder du willst halt der Beste sein. Das ist zum Beispiel in Wettbewerben oder so. Da hast du einen Wettbewerb mit mehreren Leuten und der eine, der ist der Gewinner. Dann und du hast so Neid gegen den.
Das ist dann, weil du der Beste sein willst. Weil du denkst, ja, das geht so nicht. Ich will der Beste sein, das geht nicht und so. Es gibt aber auch eine andere Form von Neid. Und zwar eben, wenn du ein beschissenes Leben führst. Sagen wir zum Beispiel, wenn du arm bist. Du wirklich halber obdachlos bist. Also nicht obdachlos bist, aber so in so einer kleinen Wohnung lebst. Ja, wo du gerade vielleicht neben dir eine Toilette hast, dann neben der Toilette ist die Küche und zwar so richtig klein oder heruntergekommen oder sonst irgendwas. Und auch eben ein beschissenes Leben oder eben führst. Du gehst zum Beispiel dann jeden Tag eben arbeiten und so. Eben arbeitest halt für dein Geld, hast halt nur diese kleine Wohnung. Kannst halt nicht viel leisten und so. So, und jetzt kommt neben dir jemand. Während du läufst zu deiner Arbeit. Fährt dann jemand mit einem Sportwagen vorbei, zum Beispiel. Und der, da kannst du dir vorstellen, der Typ, der trägt einen Anzug, der lebt bestimmt auch irgendwie in der Villa oder hoch oben auf dem Wolkenkratzer. Da hast du bestimmt auch dann Neid. Zum einen, weil du einfach dann denkst, ja, der hat auch ein besseres Leben und so. Und du halt eben schlechtes Leben. Ja, ich weiß, das ist ein krasses Beispiel, aber das ist manchmal eben so. Meistens. Heißt, du hast halt eben ein beschissenes Leben. Nein, natürlich macht Geld nicht glücklich. Du könntest jetzt arm sein, wirklich arm wie noch was. Wirklich in so einer kleinen Wohnung leben. Aber ein besseres Leben führen als jemand, der reich ist, viel Geld hat, mehrere Yachten, vielleicht ganze Flughafen, Landeplätze mit Riesenflugzeugen, mehrere Sportautosammlungen oder so. Aber das würde dich natürlich nicht glücklich machen. An sich. Also an sich. Es kommt natürlich auch immer auch darauf an, was eine Person hat oder was nicht. Aber als Standard ist es halt eben so, wenn du eben, okay, sei es ganz komische Erklärung. Naja, nächste Frage. Wie geht man mit einschränkenden Eltern um? Was meinst du mit eingeschränkt? Meinst du irgendwie, ja, was soll ich tun, wenn meine Eltern im Rollstuhl sitzen? Junge, es ist nicht beleidigend gemeint oder so, aber sowas ist halt, nennt man auch eingeschränkt. Ist eine bessere Wortwahl, nur mal so. Oder was meinst du für eine Scheiße? Ja, Leute, genau das ist es irgendwie. Formuliert irgendwie ein, ist irgendwie einfach. Das ist so kompliziert. Was wollt ihr? Auf was wollt ihr hinaus? Wollt ihr irgendwie, dass ich euch sage, ja, was soll man tun, wenn eure Eltern im Rollstuhl sitzen? Akzeptiert es. Akzeptiert es. Helft vielleicht, helft denen vielleicht. Wenn sie irgendwo nicht hochkommen, schiebt sie hoch. Alter, das ist wenn ihr irgendwie in einem alten Mietshaus seid oder so, wo kein Aufzug ist, dann nimmst du den Rollstuhl deiner Eltern und bringst ihn die Treppe hoch, wie man es eben macht. Aber du lässt es da nicht unten verrecken. Nein. Du nimmst den Rollstuhl und bringst ihn hoch und hilfst denen dabei. Also das ist halt eben meine Antwort. Weil ich weiß nicht, was er mit eingeschränkt meint. Meint er ist eben das, was ich gerade meine, eben wenn sie im Rollstuhl sitzen, oder was meinst du? Oder meinst du irgendwie, wenn sie nicht, also vielleicht geistlich eingeschränkt? Junge, ich weiß nicht, was. Nächste Frage. Das Vorherige war ja echt krass. Also, wenn man dir fremd geht, würdest du dich trennen? Natürlich. Also bei mir ist es wirklich so, auch aufgrund meiner ganzen Erfahrung, zwar nur mit Fernbeziehungen, aber trotzdem, genau deshalb weiß ich es umso besser. Wenn ich eine Freundin habe und die fremd geht. Das ist übrigens dann passend zur allerersten Frage. Ist ja, genau wegen solchen Fällen würde ich dann, wenn ich weiß, so bei einem Typ, okay, der ist so bestimmt, soll ich sagen, das ist eine bestimmte Art von Junge, der auch schon mal mit mehreren was hatte, auch gleichzeitig und so, da würde ich nämlich sagen, nee, du darfst dich nicht mit dem treffen. So, wenn es jetzt doch passiert und sie eben dann, fremd geht. Also es geht hier nicht um eine spezielle Person, wie schon gesagt, ich bin Single. Aber es geht darum, also wenn ich eine Freundin hätte und die würde mit mir fremd gehen, dann braucht diese sich gar nicht mehr bei mir melden. Dann mache ich dann direkt Schluss.
sobald ich es gemerkt habe. Also ist es entweder so, ich mache dann direkt einfach knallhart Schluss, oder ist es so, dass ich dann mir auch einfach eine neue suche und dann einfach dasselbe mache. Oder ich prankse irgendwie oder sonst irgendwas, ich weiß es nicht. In den meisten Fällen, so wie ich mich erkenne, leider, mache ich es auf die langweilige Art und Weise und einfach Schluss machen. Aber halt knallhart, also über WhatsApp und so. Aber, also ja, das ist halt so, wie ich mich kenne. Natürlich, wenn ich könnte und die Möglichkeit hätte, würde ich tatsächlich die Nummer 2 nehmen. Dann einfach direkt mir eine neue suchen, die dann auch wirklich zu mir passt und es ihr dann so ins Gesicht treiben, sozusagen. Also eher gesagt, so, ich habe jetzt eine neue, tschüss. Erstmal noch warten lassen und so, weil das Ding ist, wie schon gesagt, ich habe, wie ich ja vorhin sagte, es ist halt wirklich nicht leicht in der heutigen Welt eine Beziehung zu finden. Wie schon gesagt, ich meine, wenn ich könnte, ich würde auch natürlich gerne eine führen, natürlich, ich habe ja keinen Bock, immer allein zu sein oder so, aber das geht halt nicht, das geht halt nicht, das, aber es ist nicht schlimm. Ich muss mich eh erstmal auf andere Dinge konzentrieren. Also ich sag so, ich muss mich eh erstmal darauf konzentrieren, dass es hier mit YouTube läuft. Ja, ist halt so. Und okay, auf jeden Fall, nächste Frage. Kannst du mir Filme von Netflix empfehlen? Digga, fang jetzt nicht an mit Netflix. Zuerst war es mit den Beziehungsfragen. Weil ich irgendwann mal was mit Beziehungen gesagt habe, kamen plötzlich Hunderttausende von Beziehungsfragen. Danach war mal, hat irgendjemand einmal was gefragt mit Call of Duty. Oder irgendwie so Ballerspiele, genau. Genau, nee, genau, jemand hat mich gefragt. Okay. Danach kam die ganze Zeit irgendwas mit Call of Duty. So. Und jetzt, dann habe ich irgendwas mal, glaub ich, mit Netflix gesagt. Ich glaube, Netflix, ich weiß nicht mal, was es immer war. Und jetzt kommt sie mit Netflix. Alter. Alter. Es geht mir auf den Sack. Das sage ich mir irgendwie. Ja, nee, ich weiß, ich habe damit das noch nicht gemacht. Ich habe das noch nicht gemacht. Und dann kommt plötzlich solche, die ganze Zeit solche Fragen. Ja, kannst du mir das und das und das empfehlen? Ja, hast du schon mal das und das gemacht? Es kotzt mich an. Nächste Frage. So, last but not least, die letzte Frage. Hast du irgendeinen Rat gegen schlechte Laune? Leider nein, weil das Ding ist auch also in letzter Zeit geht es mir generell auch. Also in letzter Zeit geht es mir auch nicht gerade besonders gut. Zwar nicht schlechte Laune oder sonst, aber. Also ich habe keine schlechte Laune oder so. Aber generell. Nee, also ich kann da leider nichts sagen und auch nichts empfehlen oder irgendwelche Ratschläge oder so. Tut mir gerade echt leid. Ja, auf jeden Fall. Das war's wieder mit dem Video. Einige Fragen haben mich echt aufgeregt. So. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen haben, abonniert diesen Kanal. Und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Dänemar. Und übrigens, genau, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr diese Art von Aufnehmen findet. Ob ich mich wirklich der Zukunft zuwenden soll und ab sofort meine Telonym-Videos auf diese Weise machen soll oder es doch lieber auf die altbewährte Art machen und einfach auf ganz einfache Art mit meinem Handy nebendran und dann so die Antworten immer vorlesen und so. Falls man mich natürlich fragt, ich selber bin natürlich eher für das hier, auch wenn es halt wirklich aufwendig ist, jedes Mal dann das Video zu machen. Eine Frage machen, antworten, Video aus und so weiter, weil ich bin kein richtig guter Cutter. Und ja, also das ist dann für mich Schneiden. Dann nehme ich diese Clips und schneide sie dann später zu dem ganzen Video. So, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal und tschüss!